glaube, implizit oder explizit nutzen alle von uns mittlerweile die Cloud. Man muss für sich entscheiden, was man in der Cloud ablegen möchte. Die Cloud generell gilt als sicher. Aber natürlich muss man Dinge wie Passwortkomplexität und andere Themen auch hier beachten. Ich glaube, wir alle haben zu Hause schon ein gewisses Einfalltor in Bezug auf Datensicherheit. Wir nutzen einen Router, an dem Router hängen Geräte wie Fernseher und andere Dinge und bieten ein Einfalltor. Das Gleiche gilt theoretisch für die Cloud, nur dass die Cloud-Provider andere Mittel haben, um diese Daten zu schützen. Auch im Falle eines Angriffs ist es leichter für einen Cloud-Provider zu reagieren, als für mich als Privatperson zu Hause, die sich mit dem Thema nicht auskennt. Vorteile der Cloud sehe ich vor allem im Bereich Redundanz, also Datensicherheit oder Datenhaltung. Das ist für die Cloud-Provider ihr Standardgeschäft, wohingegen wir zu Hause immer wieder eine externe Platte nutzen müssen zum Wegsichern. Ständige Verfügbarkeit, das heißt, ich kann auf meine Daten zugreifen, wo immer ich mich bewege. Das muss dann nicht auf zu Hause eingeschränkt sein. Die Frage, welche Daten man in der Cloud sichert, ist am Ende eine Frage der eigenen Komfortzone, wie man im Neudeutschen so schön sagt. Ich glaube, wenn man die Cloud nutzt zum Datenspeichern, dann ist das Klassischste wirklich, dass Leute Kalender sharen, Bilder hochladen. Manche nutzen sie auch für Finanzdaten. Und dann gibt es natürlich auch Cloud-Provider, die anbieten, meine ganzen Dokumente dort zu speichern.